Tank Crash, die Top 10 Fehler in der Meerwasseraquaristik. Als allererstes reden wir über die schlechten Wasserwerte, denn die zerstören relativ viele Aquarium. Und da reden wir nicht von so ein bisschen Zink zu wenig, sondern von der Temperatur, von der Salinität, von der Carbonathärte, vom Calcium, vom Phosphat oder Nitrat. Wenn man die schon nicht richtig hat, die Basics, die wirklich Basics, dann braucht man sich nicht wundern und eine Wasseranalyse anschauen und sich über, wie gesagt, ein bisschen zu wenig Zink oder Vanadium aufregen. Daran liegt es sicherlich nicht. Genau. Korallen mögen große Schwankungen nicht. Also wenn wir von Temperaturschwankungen von Tag, Nacht reden, mögen Korallen überhaupt nicht. Ein guter Heizstab, Punkt, kommen wir später drauf. Dann reden wir die Salinität, mögen auch Korallen nicht, wenn das über die Zeit einfach nach oben abdriftet und dann nach unten abdriftet. Hohe Carbonathärte-Schwankungen. Genau. Generell gilt einfach die goldene Regel im Meerwasser, in der Meerwasseraquaristik, konstante Werte. Ja. Es ist teilweise sogar so, dass konstant schlechte Werte besser sind als zu stark schwankende Werte. Das sehe ich absolut genauso. Also lieber ein bisschen schlechter, aber dafür stabil als hoch, runter, kein Achterbahnfahren. Denn das mögen die Korallen und die Fische auch nicht. Genau. Und das Gute ist, wir haben ja wirklich einige renommierte Labors, auch hier in Deutschland. Und die geben mittlerweile wirklich gute Empfehlungen zu diesen Wasserwerten, die sie auch messen. Also da könnt ihr euch grundsätzlich immer mal festhalten dran und das ausführen, was da steht. Ja, ich würde auf jeden Fall aber jedem raten, gerade diese paar Basic-Wassertests auf jeden Fall zu Hause zu haben. ICP-Analysen, gerade die großen, die Totals und die Vollanalysen, da würde ich raten, einmal alles Quartal, sowas einmal im Quartal? Ja, im Quartal oder einmal im halben Jahr, je nachdem, wie stabil das Becken läuft und welcher Anspruch dahinter auch steht. Kommt ja auch darauf an, welche Korallen drinstehen. Aber wenn man diese Basics, also wirklich die 5 Grundwasserwerte plus Temperatur und Salinität halbwegs im Griff hat, dann ist schon 99% des Ganzen gegessen und ihr habt ein relativ gut laufendes Becken. Was ist denn so ein Grund, warum es auf einmal schlechte Wasserwerte geben kann? So ein ganz typischer Grund, den wir leider immer mal wieder sehen, sind kaputte Dosieranlagen oder nicht regelmäßig kalibrierte Dosieranlagen. Man kennt es immer, man ist im Urlaub und genau dann tut die Technik nicht, was sie soll. Sie dosiert entweder viel zu viel oder gar nichts. Und es ist immer wichtig, dann die Technik zu warten und regelmäßig zu überprüfen. Ich empfehle, da einfach so einen kleinen Messbecher mir zu holen und regelmäßig mal einfach unter den Auslass der Dosieranlage laufen zu lassen. Damit kann man wirklich dann sehen, dosiert sie denn auch wirklich die Menge, die man wirklich soll. Ansonsten natürlich auch die Schläuche regelmäßig sauber machen. Gerade die Carbonathärte-Schläuche verkrusten gerne mal oder vom Kaltwasser auch. Da empfiehlt sich zum Beispiel auch, habe ich mal einen guten Trick gesehen, den Auslass von der Osmoseanlage-Pumpe einfach direkt an die Richtung von der Auslass der Carbonathärte zu machen. Das heißt, der spült dann immer das wieder ab und da hast du einen immer sauberen KH-Auslass. Das fand ich damals eine ganz clevere Idee. Strahlungsstress. Zu stark eingestelltes oder falsch eingestelltes Licht sind oft Gründe für Schäden an den Korallen. Jeder kennt's, man wechselt seine Lampe, man hat eine neue Errungenschaft gekauft und hängt die über dem Becken auf und ist ganz happy drüber. Und woran viele aber nicht denken, dass die unterschiedlichen Lichter, also sei es jetzt LEDs oder auch Röhrenbeleuchtung, gibt es ja heute immer noch vereinzelt, dass die auch unterschiedlich stark eingestellt sein können oder die Programme, die einprogrammiert sind, unterschiedlich stark eingestellt sind. Deshalb sollte man bei einem Leuchtenwechsel immer mit einem paar Meter kontrollieren, wie jetzt die Werte tatsächlich sind, also davor und danach, um so die Korallen wenig zu stressen. Jeder kennt es von früher, wenn man da die Röhrenbeleuchtung zum Beispiel erneuert hat, dann hat man, ist man immer hergegangen und hat entweder die Zeit reduziert, wie die Leuchten, genau, oder man hat die Lampen einfach höher gehängt. Genau. Jetzt mit den LED-Lampen ist es ein bisschen komplexer geworden. Wie gesagt, die sind alle unterschiedlich leistungsstark, die Programme sind alle unterschiedlich eingestellt. Hier gilt es tatsächlich, wenn man es mit dem menschlichen Auge so nicht erkennen kann, hier gilt es tatsächlich mit technischem Equipment, wie diesem, zum Beispiel diesem ITC Paarweis, nachzumessen. Ja, finde ich eigentlich eine richtige Lösung dafür. Gerade der Paarweis ist explizit für Unterwassermessungen ausgelegt auf LEDs, also kann man sich auf jeden Fall ausleihen oder kaufen. Gibt es so Orientierungswerte
paar Werte, wo man sagt, okay, an einem Riffdach, wo schön SPS drin sitzen, vielleicht auch zum Beispiel Millepora, die relativ viel Licht vertragen. Wie viel Paar darf man denn da haben? Ist natürlich schwer pauschal zu sagen. Ich würde mal so grob sagen, womit man nichts verkehrt machen kann. Im oberen Bereich für SPS 250 bis 300 Paar. Für die meisten LPS, die ein bisschen mehr Licht abbekommen, im mittleren Bereich sowas bis 150, 170 Paar. Und am Boden für die einfacheren, lichtempfindlicheren Tiere sowas um die 50 bis maximal 100 Paar. Das ist schon mal eine gute Orientierung. Ja. Folgende Fehler könnten euch euren gesamten Fischbesatz kosten. Und zwar, jeder kennt es, man kauft neue Fische, sei es beim Händler vor Ort oder online, und die kommen bei einem zu Hause an. Das Wichtigste, was man zuerst machen muss, ist die Wasserwerte angleichen, sozusagen. Das Wasser hat sich während des Transportes einfach verändert, vor allem zum Beispiel auch der pH-Wert. Mhm. Und der muss dann eben langsam angeglichen werden. Langsam angehoben werden. Ebenfalls, das gleiche gilt für die Temperatur. Ne? Die Fische bekommen da einen unglaublichen Schock, wenn die jetzt zum Beispiel von 20 Grad kalten Wasser in 25 Grad oder 26 Grad warmes Wasser im Aquarium sozusagen geschmissen werden, dann bekommen die massive Probleme. Wie gesagt, den pH-Wert anheben. Oftmals empfiehlt sich, dass man zuallererst den Fischbeutel praktisch im Aquarium oben schwimmen lässt. Mhm. Dann gleicht sich schon mal eine gewisse Temperatur an. Dann kann man den Beutel öffnen, den Fisch in ein größeres Gefäß, zum Beispiel einen 5-Liter-Eimer, je nachdem, ob der da reinpasst, einsetzen und dann ungefähr die 3- bis 4-fache Menge Wasser über Zeit, sagen wir mal eine halbe Stunde, zuführen. Genau, immer so schluckweise. Tröpfchenweise geht auch noch. Da gibt's, kann man zum Beispiel einen kleinen Schlauch einfach ins Becken hängen, mit einem Knoten reingemacht. Tröpfchenweise geht auch noch. Genau. Was man zusätzlich immer machen kann, um seinen Fischbestand zu schützen, ist die Installation einer UVC-Anlage, die Keime im Wasser abtötet. Auch wichtig sind generell die Ernährung der Fische. Da kann man viel vorbeugen und die Abwehrkräfte der Fische stärken, wenn man zum Beispiel über das Frostfutter entweder frischen Knoblauch auspresst. Oh, das ist mit das Beste, was man machen kann. Mhm. Ansonsten gibt es da auch von verschiedenen Herstellern Vitaminzusätze und Knoblauchzusätze, die man übers Futter geben kann, um die Abwehrkräfte der Fische zu stärken. Wer die Möglichkeit hat, zu Hause ein Quarantänebecken aufzustellen, das ist natürlich mitunter die beste Methode, um sicherzugehen, dass man sich keine Krankheiten einschleppt. Wichtig hierbei ist auch noch zu sagen, die meisten Fische sehen im ersten Moment gesund aus und man sieht es ihnen auch tatsächlich nicht an und sie können trotzdem diese Krankheit in sich tragen, die dann durch krassen Stress, den der Fisch eben beim Versand hat oder beim Transport hat, die dann erst dadurch ausbrechen. Typisches Beispiel hier wäre Cryptocharion. Die Weißpünktchenkrankheit? Genau, die Weißpünktchenkrankheit kennt jeder. Die kann immer mal ausbrechen durch den Stress bei Fischen. Die letzte Möglichkeit, die man jetzt noch hat, um sicher zu gehen und was in den Hinterhalten zu halten, sind Reef-Safe-Medikamente. Da gibt es einiges an Auswahl. Da könnt ihr euch mal umschauen bei Aquarium Münster, um was in der Hinterhand zu haben, wenn es den Fischen wirklich schlecht gehen sollte. Ja, ich bin auch der Meinung, sowas einfach zu Hause zu haben, zur Sicherheit, weil man kennt es leider zu häufig, passiert das, fällt es einem Samstagabend auf, alle Geschäfte sind zu, meine Fische sind krank und was macht man? Also dementsprechend sowas zu Hause zu haben. Getreu unter dem Motto, better safe than sorry. Genau. Wenn ihr Wert legt auf gesunde Korallen und nicht einen komplett zerstörten Korallenbesatz, dann würde ich raten, alle Korallen dippen. Yves, über Parasiten haben wir ja schon mal ein Video gemacht, das findet man hier oben in der Ecke, da gehen wir nochmal genauer drauf ein. Aber es kommt einfach viel zu häufig vor, dass man Korallen kauft und die sind halt eben vorher nicht behandelt worden. Gerade bei größeren Wildstücken können die sich überall verstecken, Parasiten. Also es bietet denen richtig viel Versteckmöglichkeiten. Und wenn das einmal im Becken drin ist, ist es immer ein Krampf, das wieder rauszuholen. Also ich würde mir auf jeden Fall einen guten Dip besorgen. Jedes Tier vorher in so einer kleinen Schüssel, am besten eine durchsichtige, damit man auch wirklich sehen kann, was da am Boden liegt. Den Dip rein,
Anleitung auf jeden Fall lesen. Und wenn man dann fertig gedippt hat, die Koralle auf jeden Fall nochmal vorher abspülen mit sauberem Salzwasser, also noch ein zweites Behältnis, wo man die nochmal ein bisschen sauber macht. Und dann erst die Koralle wirklich ins Becken. Also ich sage immer, selbst meine Mutter könnte mir eine Koralle schenken, die würde ich trotzdem noch dippen. Es ist mir ganz egal von wem, ich würde niemals eine Koralle in mein Becken setzen, die nicht vorher gedippt wurde. Genau, und auch hier bei dem Thema, nicht nur wie bei den Fischen, sondern bei den Korallen auch, wenn ihr die Möglichkeit habt für ein Quarantänebecken, nutzt diese bitte auch. So geht ihr wirklich sicher, dass nichts in euer Aquarium kommt. Einen Fehler bzw. ein Risiko, was wir in letzter Zeit immer häufiger sehen, das Meerwasser-Aquarianer machen, ist, sie schließen ihre Osmoseanlage direkt an das Technikbecken an zur automatischen Nachfüllung. Das Vorgehen kann man machen, birgt aber wirklich ein hohes Risiko. Mhm. Wenn da der Magnetschalter ausfällt, wenn irgendwo andere technische Defekte sind, der Schwimmschalter, genau, dann kann es eben sein, dass die Osmoseanlage dauerhaft in euer Aquarium füllt, damit innerhalb kürzester Zeit die Salinität gefährlich absinken kann. Das haben wir alle schon mal erlebt. Mhm. Und wir würden absolut davon abraten, das zu tun. Ein weiterer Punkt zum Thema Osmoseanlage ist, wenn sie nicht genügend gewartet wird. Man muss in regelmäßigen Abständen das Wasser überprüfen. Das kann man dann auch immer wieder kombinieren mit den ICP-Labortests, die man ausführt. Bei den meisten ist ja eine kostenlose Osmosewasseranalyse mit dabei. Genau, und so kann man immer mal wieder überprüfen. Warum ist das denn so wichtig? Das Mischbettharz. Mischbettharz. Das ist eine sehr, sehr interessante Geschichte, was sehr häufig überschaut wird. Wenn das Harz mal voll ist oder Richtung voll, Ende der Lebenszeit, dann fängt es an, immer wieder bestimmte Ionen einfach wieder loszuschieben. Zum Beispiel Silikat nimmt es super gerne am Anfang auf, aber wenn es Richtung Ende ist, schiebt es das dann von vorne dann einfach wieder raus. Das heißt, das versucht dann irgendwas anderes anzubinden. Bis irgendwann an einem Punkt, wo sogar Ammonium abgegeben wird, habe ich leider schon gesehen, dass dann Leute große Wasserwechsel gemacht haben und plötzlich ist ein großer Fischbesatz eingegangen, weil einfach das Harz voll war und man dann dementsprechend komplett verseuchtes Wasser genommen hat, um den großen Wasserwechsel zu machen. Also wir raten auf jeden Fall, die Osmoseanlage regelmäßig zu warten. Als allererstes natürlich den Feinfilter, dann den Kohlefilter. Die Membran hält zum Schluss. Genau, die Membran hält echt lange, wenn die ersten beiden wirklich gut gepflegt sind. Und das Harz würde ich wirklich einfach regelmäßig messen. Wie du schon erwähnt hast, eine ICP-Analyse hilft da wirklich mit. Aber zum Beispiel bei der ICP-Analyse wird vom Osmosewasser kein Nitrat gemessen. Also würde ich auf jeden Fall regelmäßig auch mein Ausgangswasser auf Nitrat messen, damit man einfach nicht so langsam creepend das Nitrat im Becken anhebt. Stromausfall, der Horror für alle Aquarianer. Stellt euch vor, ihr geht abends schlafen, der Strom fällt aus und ihr wacht morgens auf und im Aquarium lebt schon praktisch gar nichts mehr. Eine Horrorvorstellung für jeden. Zum Glück gibt es da mittlerweile technische Geräte, um dem etwas vorzubeugen. Weil wichtig ist, man hat ja den Kreislauf zwischen Technikbecken und dem Hauptbecken oben. Der ist jetzt gar nicht so wichtig. Wichtig in einem Stromausfallszenario ist, dass wenigstens das Wasser im Becken umgewälzt wird. Und das machen eben die Strömungspumpen. Da gibt es jetzt von verschiedenen Herstellern gibt's da unterschiedliche Lösungen. Ganz bekannt natürlich von Ecotech, die Backup-Battery-Packs, woran man seine Ecotech-Strömungspumpen und auch Förderpumpen anschließen kann. Ja. Wobei, wie gesagt, die Variante für die Strömungspumpe ist mit das Beste, was man machen kann. So kann man sicher schlafen. Natürlich hilft das auch nichts, wenn irgendwann mal der Strom für 3 Tage ausfallen sollte. Dann bleibt euch nichts anderes übrig, als mit einem großen Kochlöffel in der Salzsuppe rumzurühren. Auch ein cooles Tool, was man zu Hause haben sollte, gerade bei Stromausfällen, sind batteriebetriebene Luftausströmer, also diese klassischen Sprudelsteine. Die gibt es inzwischen auch in
Handheld, also relativ klein, werden mit Batterie betrieben. Und gerade wenn man einen Stromausfall hat, dann 2, 3 Stück noch mit reingeschmissen, die dann einfach noch ein bisschen Zirkulation, dadurch, dass die Wasser, Luftblasen aufsteigen, mit ein bisschen Wasserbewegung plus halt noch ein bisschen Sauerstoffeintrag. Also sowas zu Hause zu haben, macht schon Sinn und finde ich, ist wirklich was Gutes. Wir gehen auf den Sommer zu und hier hat man häufig das Problem, dass das Aquarium überhitzt. Wie ihr alle wisst, Temperaturen von mehr als 26, absolut höchstens maximal 27 Grad, möchte man nicht in seinem Aquarium haben. Das schädigt dauerhaft die Korallen vor allem. Ja. Genau. Das ist ganz wichtig zu wissen, ist, wenn ihr jetzt zum Beispiel mal für 1, 2, 3 Tage 28, 29 Grad in eurem Becken hattet und dann wieder alles abkühlt, weil es ist ja oft so im Hochsommer, da hat man mal nur ein paar Tage, wo es wirklich viel zu heiß ist, dann zeigen sich Schäden an den Korallen oftmals erst Wochen später, wo wieder alles in Ordnung ist. Man fragt sich, sag mal, warum löst sich jetzt die eine Koralle nach der anderen auf? Genau, und das sind tatsächlich bleibende Hitzeschäden von vor ein paar Wochen. Das ist ganz wichtig zu wissen. Man muss natürlich immer bedenken, wir gehen jetzt mal von 27 Grad Wassertemperatur aus, aber das Wasser in der Koralle, wo wirklich nicht so mega viel Strömung ist, kann ja noch viel, viel wärmer sein. Deswegen kommen oft diese Schäden halt erst im Nachhinein. Und da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie wir das am besten im Griff bekommen. Genau, zum Beispiel ganz bekannt sind spezielle Aquarienlüfter, die man praktisch mit einer Klammer aufs Aquarium steckt und die können auch über verschiedene Temperaturcontroller, haben ja teilweise Heizen und Kühlen als Stecker, und dann steckt man den Lüfter einfach bei Kühlen ein und dann fängt er an zu laufen und in der Regel schafft der so circa 2 bis 3 Grad das Becken runter zu kühlen. Hängt natürlich aber von der Raumtemperatur generell. Wenn wir schon 30 Grad Raumtemperatur haben, der kann nur das schaffen, weil es Verdunstungskälte, genau. Also natürlich auch bei 30 Grad Raumtemperatur schafft es es etwas abzukühlen, aber eben nicht so viel. Für den absoluten Notfall kann man sich noch Flaschen mit Wasser einfrieren. Die Flaschen nicht ganz voll füllen bitte beim Einfrieren, sonst platzen die euch im Gefrierschrank. Und dann kann man diese praktischen Eispacks, die dann auch nicht auslaufen, die kann man praktisch ins Becken schmeißen. Genau. Für Aquarianer, die generell einfach zum Beispiel in einer Dachgeschosswohnung wohnen, wo das über den Sommer gang und gäbe ist, dass man einfach viel zu hohe Raumtemperaturen hat, also 28 Grad aufwärts über Wochen hinweg, gibt es eben auch noch die Möglichkeit eines Durchlaufkühlers. Der ist natürlich dann stark genug, der kühlt dann das Becken auch runter auf seine 25 Grad. Genau, muss man sich halt genügend Platz haben, weil die sind nicht gerade klein, die Geräte. Leider sehe ich auch häufiger, dass die in die Unterschränke mit reingepackt werden, aber die produzieren ja beim Laufen auch relativ viel Wärme. Dementsprechend, wenn irgendwo ein Unterschrank, sollte auf jeden Fall viel Platz sein, dass die Wärme abgetragen werden kann, oder noch besser irgendwo nebendran gestellt, dass diese Wärme gar nicht unter dem Aquarium sich stauen kann. Genau, und teilweise hat man ja auch die Möglichkeit, den vielleicht in den Nebenraum zu stellen oder eventuell sogar raus auf den Balkon. Genau. Weil die sind natürlich auch nicht ganz so leise, diese Gesellen. Und wenn wir schon beim Thema Überhitzung sind, kommen wir gleich zu dem nächsten Thema, und zwar Heizstäbe. Das ist einer der kritischsten Punkte im ganzen Aquarium in meinen Augen. Gerade bei Glasheizern sieht man das immer wieder. Also einfach baubedingt kann es mal dazu kommen, dass sie im An-Modus kaputt gehen. Und das ist natürlich eigentlich Totschlusskriterium. Also so ein Heizer, wenn der permanent seine 35 Grad da reindrückt und das Wasser dann nach und nach heiß wird, wäre eine absolute Katastrophe fürs Becken. Wie können wir das am besten hinkriegen, dass es eben nicht mehr passiert, Yves? Genau, da haben wir die Möglichkeit, zum Beispiel über einen Temperature Controller das Ganze zu steuern. Den hatten wir jetzt gerade schon für die Lüfter beim Kühlen. Und natürlich haben die auch eine Steckdose für das Heizen. Und die haben dann eine externe Temperatursonde und die misst. Und entweder schält die dann an, und dann ist der Heizstab an oder sie schält ab und der Heizstab ist dann tatsächlich auch aus. Was man dann noch für eine Möglichkeit hat oder einfach noch eine Alternative zu diesen Glasheizstäben, wären Titanheizstäbe. Und die brauchen so oder so einen Temperaturcontroller und dienen aber gleichzeitig auch noch als Erdung für das Becken. Die sind halt aber auch, weil sie anders gebaut sind, haben die nicht das Problem, dass sie in der Regel im An-Modus kaputt gehen können.
Das ist in der einfach passiert normalerweise nicht. Bei den Glasheizern, wenn man wirklich unbedingt Glasheizer haben möchte, habe ich aber auch über die Jahre mir angeeignet, einfach zwei kleinere Heizstäbe zu nehmen, anstatt einen großen. Das heißt, wenn einer wirklich im An-Modus kaputt gehen sollte, schafft der das nicht, mein Becken zu grillen, sondern dann läuft es halt von 25 Grad dann irgendwo auf 26,5. Aber es würde niemals passieren, dass das Becken dann auf 30 hochgeht oder höher. Kommen wir zum nächsten Punkt. Überfüttern. Das passiert leider immer mal wieder, vor allem wenn man jetzt in Urlaub geht und die Urlaubsvertretung nicht richtig instruiert ist und die armen Fischis halt immer noch Hunger haben und dann wird noch gefüttert und noch gefüttert und noch gefüttert und das führt dann zwangsläufig zu Ausfällen im Aquarium. Was kann da passieren? Phosphat steigt, Nitrat steigt wahnsinnig schnell in die Höhe. Das kann über wenige Tage hinweg bei exzessivem Füttern kann das relativ schnell passieren. Dadurch werden nicht nur die Korallen, sondern auch in der Endstufe dann die Fische vergiftet und ersticken. Mhm. Genau. Es ist ja, man muss sich ja vorstellen, was ein gigantischer Keimdruck dadurch entsteht, durch dieses ganze Futter, was da drin liegt, was nur vor sich hingammelt. Und das belastet einfach so stark das Wasser, dass es einfach toxisch wird für die Fische. Plus, wenn man wiederkommt und die Fische überlebt haben, dann ist das Becken einfach komplett versifft mit irgendwelchen Algen, Cyanos und diese Nacharbeit, das will keiner haben. Also was können wir dann eigentlich machen, um sowas vorzubeugen? Genau, am besten ist es da, genaueste Anleitungen zu schreiben, Futter auch vorzuportionieren. Genau, es gibt ja auch beim Frostfutter verschiedenste Hersteller, die so Blister haben, genau, wo man relativ gut angeben kann, so und so viel Würfel Frostfutter von der und der Sorte am Tag füttern, um das einfach zu vermeiden. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und solltet ihr auch schon mal euer Aquarium gecrashed haben, dann schreibt es mal in die Kommentare, wie und wo und was. Also nicht vergessen, wie sonst auch immer, liken, kommentieren, subscribe und auf jeden Fall die Glocke läuten.